Du überlegst, dich selbstständig zu machen und möchtest wissen, wo sich am meisten in deinem Leben etwas verändert, dann werde ich dir das heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch mehr als 10 Unternehmen gegründet und war davor angestellt. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung sehr gut, was sich verändert. Zudem habe ich viele tausend Gründer, Unternehmer begleitet bei den Prozessen und kann das auch durch Beobachtung bestätigen. Der Hauptunterschied zwischen Menschen, die ganz normalen Alltag verleben, und Unternehmern ist, wo sie mit ihren Gedanken auf einer Zeitlinie unterwegs sind. Es gibt dazu drei Möglichkeiten, wo du unterwegs sein kannst. Das eine ist in der Vergangenheit. Und das sind all die Menschen, die ständig überlegen, wie besser es damals war, wie gut es vor 10 Jahren war, wie schlecht es heute geworden ist. Und damals war alles besser. Die Politik, die Steuern, die Länder, die Grenzen, die D-Mark. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst, aber die sind den größten Teil ihrer Zeit in der Vergangenheit unterwegs. Und der große Nachteil ist, dass du da was ändern kannst. Richtig, du kannst in der Vergangenheit nichts ändern. Die zweite Kategorie von Menschen, die unterwegs sind, die denken über das Heute nach. Und häufig vielleicht mit dem Ausspruch Carpe Diem, also nutze den Tag. Und das bedeutet für die, dass sie auch gerne mal sich eine Zigarette anzünden, weil sie ja noch gar nicht wissen, ob sie jemals in der Zukunft einen Krebs bekommen werden. Das sind auch die Menschen, die heute sich dann mit Schokolade vollstopfen und sagen, ach, heute Sport machen ist zu anstrengend. Nun, dann haben sie aber in der Zukunft die Wirkung, dass wenn sie in den Strandurlaub waren, dass sie dann irgendwo im Schatten bleiben an der Bar und sich gar nicht zum Strand trauen, weil jedes Mal Greenpeace gerufen wird, um sie wieder zurück ins Wasser zu schubsen, weil sie als Wal identifiziert werden. Das bedeutet, als Angestellter denkt man entweder häufig über die Vergangenheit nach, die leider ziemlich tot ist, oder über das Heute. Und als ich damals angestellt war, habe ich höchstens bis zum nächsten oder übernächsten Wochenende gedacht, wo ich welche Party dann besuchen werde oder wo ich hin war oder welche Familienfeier ich habe. Und ich hatte natürlich meinen Urlaub geplant. Also das stand nächstes Jahr oder dieses Jahr schon fest. Aber mehr hat sich in der Zukunft in meinem Kopf nicht abgespielt. Wenn du dich aber selbstständig machst, dann wird sich mit einem Schlag dein Denken ändern. Du wirst dir nämlich Gedanken machen über eine Vision, wo du hin willst. Von dieser Vision abgeleitet wirst du die Ziele, Etappenziele setzen, am besten mit Fristen. Und von diesen Etappenzielen und Fristen wirst du abgeleitet kleine Pläne und Projekte bilden und wirst aus diesen Projekten dann wiederum die Aufgaben ableiten, die du dann über ein Verwaltungssystem in deinen Terminkalender, in dein Heute einträgst. Das bedeutet also, dass der Selbstständige, der Unternehmer ständig unterwegs ist von seiner Vision, von seinen Zielen, zurück in die Gegenwart, überlegt, was ist das nächste Ziel, überlegt, welche nächsten Pläne müssen umgesetzt werden und dann betrachtet der Unternehmer diese Projekte und diese Pläne als Salamis, von denen kleine Scheiben abgeschnitten werden. Und diese kleinen Scheiben werden dann integriert in das Heute. Deshalb gibt es auch ein japanisches Sprichwort, das besagt, wenn du nicht mindestens 12 Stunden am Tag über deine Firma nachdenkst, Klammer auf, über den Unterschied zwischen dem Heute und deiner Zukunft und der Identifikation der nächsten Schritte, die getan werden müssen, um einen Schritt weiterzukommen. Wenn du so viele Stunden nicht am Tag nachdenkst über dein Unternehmen, dann hast du kein Unternehmen. Zusammengefasst also, lebt der Unternehmer ständig in dieser Timeline, in dem Spannungsfeld zwischen heute und der Zukunft? Guckt er deshalb gar nicht in die Vergangenheit? Na klar, er guckt gerne mal in die Vergangenheit, überlegt, was ist schiefgelaufen, was hat er damals falsch gemacht, was kann er heute besser machen, wo waren Learnings. Er guckt aber auch, was er an Ressourcen früher gut gemacht hat und überträgt die als Werkzeug, als Ressource in die Gegenwart, um wieder einen Schritt näher zu kommen. Aber alles ist angelehnt, immer Kursziel an die nächste Vision oder an das nächste Etappenziel. Die gute Nachricht ist, wenn du dich selbstständig machst und die Vision und Ziele setzt, dass du keine Zeit mehr verlieren wirst durch Fernsehgucken, durch Zeitvertreib und sinnlose Spiele oder Aktivitäten. Auf der anderen Seite wird sich aber dein Leben auch verändern. Das heißt, all die Menschen, die mit dir immer jeden Tag die Fußballergebnisse ausgetauscht haben oder Handballergebnisse oder wieder eine Weltmeisterschaft oder dich darüber unterhalten willst, wo gerade wie ein neuer Film mit einem neuen Schauspieler veröffentlicht worden ist, diese Zeit wirst du dann sehr wahrscheinlich nicht mehr haben oder nicht mehr in diesem Maße, wie du es bisher gehabt hast. Auch kann es dazu kommen, dass sich dein Umkreis, dein Umfeld ändert. Denn du wirst immer mehr Menschen suchen wollen, die entweder den Weg ähnlich wie du zu einer Vision schon gegangen sind oder auch auf dem Weg sind, beziehungsweise sich mit dir darüber bereit sind auszutauschen, wie es ist, was der nächste Schritt ist, um dann in der Zukunft liegende Ziele zu erreichen. Und deine Aufgabe ist es nun herauszufinden, wie viele Gedanken am Tag denkst du in welchen Zeitzonen. Zum Beispiel kann es sein, dass du nur 5% in der Vergangenheit unterwegs bist. Das heißt, nur guckst, wo hast du was gut gemacht, wo sind Learnings, wo ist mal was schiefgelaufen und wie kannst du das heute verhindern.
Der größte Teil der Zeit vielleicht im Heute, wenn du beim Kunden bist oder Mitarbeiter am Gespräch, Dienste leistest oder führst oder Entscheidungen triffst. Und dann brauchst du einen relativ großen Anteil immer wieder im Spannungsfeld zwischen Zukunft und Heute. Was ist der nächste Schritt? Wo wolltest du eigentlich sein? Bist du dorthin gekommen? Gibt es eine Abweichung? Wenn ja, was war Grund der Abweichung und welche Handlungsmaßnahme führt dich wieder zurück auf dem Kurs Richtung Ziel? Und ist das Ziel auch das Richtige? Die Vision ist zu groß, zu klein, das immer wieder zu überprüfen. Dieses strategische Denken, das macht dein Unternehmerleben so spannend und so anders. Und hier lernst du, wie du die Zukunft beeinflussen und gestalten kannst. Du wirst also ein Mensch, der sich etwas vorstellt und im Heute das verursacht, wo dann in der Zukunft dein Ziel auch umgesetzt wird. Du bist ein Veränderer und das ist der große Unterschied. Aber der Preis bedeutet, dass du wenig Zeit hast, um über die Vergangenheit nachzudenken. Wenn du dabei Unterstützung brauchst und auch vielleicht ein Coach oder mehrere Coaches in verschiedenen Bereichen, die dich dabei begleiten, die Zukunft besser zu denken und zu gestalten, dann kannst du gerne einen Gutschein nehmen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur über 40 Berater, sondern auch professionelle Coaches, die dich über Jahre hinweg da begleiten. Entweder, weil sie selbst den Weg schon gegangen sind oder weil sie hervorragende Coaching-Ausbildung haben, in der Lage sind, dich dabei zu führen und zu begleiten und immer wieder einladen, neue Perspektiven einzunehmen, um noch schneller und besser dein Ziel zu erreichen. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, wenn du heute und morgen immer mehr deine Zukunft denkst und umsetzt. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.